Im heutigen Video dreht sich alles um das letzte AMA mit Reese und einem französischen Kollegen von uns. Außerdem schauen wir uns auf jeden Fall mal den Omikus genauer an und eine Prediction, die ich persönlich sehr interessant finde. Und wir schauen uns das nächste Vivi-Artwork an, was wir jetzt zum Montag gesehen haben und was noch bis Freitag 21 Uhr deutscher Zeit läuft. Moin Moin und willkommen an Bord, ich bin's, dein Captain, und heute am Steuer mit den schon eben genannten Themen. Und ihr hört es vielleicht schon, ich bin etwas erkältet, deswegen entschuldigt bitte auf jeden Fall hier auf leicht die ein oder andere Tonqualität. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt auf jeden Fall direkt rein in die News. Und wenn du auf jeden Fall in Zukunft auch keine News verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall unbedingt meinen Kanal, denn so verpasst du da draußen definitiv keine News um die Themen Vivi und Ikomi. Und ich würde sagen, ganz simpel starten wir nämlich mit dem Artwork. Und zwar werden wir nämlich zum Montag, das Artwork von Humberto Ramos gesehen, und zwar The Amazing Spider-Man 692. Das ganze Comic an sich, muss ich tatsächlich sagen, hier an diesem Comic-Cover, finde ich schon mal sehr, sehr gut. Also gefällt mir an der Stelle gut. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das Comic 10k plus knacken könnte, aufgrund ja, dieser vielen Spider-Mans, beziehungsweise aufgrund überhaupt des Spider-Mans. Und das Ganze wird natürlich dann bis Freitag 21 Uhr deutscher Zeit laufen. Das Ganze ist natürlich nur verfügbar in der Web-App. Das heißt, wenn ihr daran teilnehmen wollt, müsst ihr das Ganze auf jeden Fall in der Web-App machen. Viele werden sich fragen, die in Omi investiert sind, ja, wo geht denn jetzt eigentlich der Omi-Token genau hin? Ja, und das kann ich euch persönlich nicht sagen, aber eventuell der John Cryptotherapy, mein absoluter Lieblings-YouTuber, was Krypto- bzw. Omi-Coin-Analysen angeht. Deswegen, ich kann euch ihn auf jeden Fall nur an dieser Stelle mal empfehlen, euch diese Videos wenigstens mal anzuschauen. Ob ihr dann die Entscheidungen trefft, die er auch treffen würde, das ist natürlich eure Sache. Aber ich persönlich habe auf jeden Fall meine Ordern angepasst, weiter nach unten gesetzt, denn ich gehe davon aus, dass wir auf jeden Fall noch einen Kursrutsch sehen werden, jedenfalls beim Omi-Token. Ob du natürlich diese Entscheidung auch triffst und ob du das Ganze natürlich auch machst, ist ganz allein deine Entscheidung und du übernimmst dafür die alleinige Haftung. Und ansonsten schauen wir uns auf jeden Fall mal das letzte AMA an, das es nämlich bei unseren französischen Kollegen gab. Und die gute IFA hat das hier einfach mal wieder zusammengefasst. Und der erste Punkt ist hier nämlich direkt die Q3-Prioritäten. Das heißt, diese sind immer noch on track laut Reese. Das heißt, MCP Phase 1, UUP Stage 1 Plan. Jedenfalls, dass sie uns mal einen Medium-Artikel geben, wo wir dann sehen, was ist denn jetzt hier eigentlich Phase, was wird kommen, und Crypto Pay-In ist tatsächlich auch noch für Q3 geplant. Außerdem ging es natürlich auch über den Gem und auch den Collectible Transfer. Dort gibt es laut Reese nur die einzige News, dass es anscheinend so nicht zurückkommen wird, wie wir es gehabt haben. Das heißt, dass man einfach nur einen QR-Code braucht und dann die Sachen rüberschicken kann. Aufgrund der rechtlichen Situation auch in Neuseeland ist das Ganze leider nicht mehr so möglich, wie es früher war. Es gab außerdem noch ein paar Informationen, beziehungsweise es gab die Aussage über Comic Burns. Das wird wahrscheinlich aber in Zukunft erst dann kommen. Dazu konnte Reese jetzt an dieser Stelle nicht mehr sagen. Aber es wird auf jeden Fall auch in Zukunft New Features, beziehungsweise Features geben für Comics. Damit ist gemeint, dass die Comic Cover zum Beispiel animiert sind oder zum Beispiel beim Umblättern ein gewisser Sound kommt. All solche Dinge werden auf jeden Fall in Zukunft kommen, aber das sind natürlich an dieser Stelle nicht Priorität. Das darf man definitiv nicht vergessen. Anschließend ging es um die Zusammenarbeit mit Apple und auch zum Beispiel anderen Development-Teams, die sich mit Augmented Reality bzw. VR-Produkten beschäftigen. Und hierzu hat Reese nicht mehr gesagt, als dass sie natürlich eng mit Android wie auch Apple zusammenarbeiten, aber eigentlich nur auf dem Development-Point. Also das heißt, sie haben jetzt keine andere große Partnerschaft, sondern sie arbeiten einfach nur auf technischer Ebene zusammen. Das heißt, ich gehe hier stark davon aus, dass es natürlich um den Punkt Augmented Reality VR geht und das recht bei Apple jetzt auf jeden Fall mit den kommenden Apple Glasses, dass dann auch Vivi NFTs mit der neuen Apple Brille auf jeden Fall involviert werden. Anschließend gab es noch eine sehr interessante Frage und das wird wahrscheinlich viele interessieren. Can we expect a video capture feature on the app? Das heißt, dass man in der App nicht nur Fotos machen kann, sondern auch Videos, und da hat Reese auf jeden Fall gesagt, dass das definitiv auf der Roadmap steht, aber wie auch hier für viele andere Dinge nicht Priorität ist. Ansonsten, what are the issues with crypto payout? Und hier geht es anscheinend überwiegend darum, dass es einfach technisch anscheinend noch einige Probleme gab und sie sind jetzt hier auf jeden Fall Pay-In am Testen und sie werden das zusammen dann sozusagen bringen, das heißt, dass man Pay-In machen kann, aber auch Payout mit Krypto.
Im letzten Part geht es nochmal um das UUP und zwar hier wird es nämlich ein Burn-Reward-System geben und das muss ich sagen, finde ich persönlich sehr interessant. Und zwar jedes Mal, wenn ihr OMI-Token in dem Sinne benutzt, zum Beispiel um ein Collectible zu kaufen in der App, werdet ihr einige Reward-Points wieder bekommen, die ihr dann wiederum für andere Items benutzen könnt. Das heißt, ihr gebt eigentlich OMI-Token für etwas aus, bekommt gleichzeitig Reward-Punkte, mit denen ihr wieder was kaufen könnt. Also mega cooles System, meiner Meinung nach jedenfalls. Außerdem wird es in der UUP-Version Gold- wie auch Silber-Tickets geben, die wir sozusagen durch das Staking bekommen können. Und diese könnt ihr dann wiederum für andere Dinge nutzen, beziehungsweise für zwei Dinge, die sich jetzt aber noch nicht angekündigt haben. Bin mal gespannt, was das sein wird. Es gab hier schon die Spekulation mit einem Vivi-Logo, beziehungsweise einem Teil des Vivi-Logos. Das heißt, dass man sozusagen diese Silber-Tickets dann halt für den silbernen Teil vom Vivi-Logo nutzen kann und die goldenen für den goldenen Teil. Ob das Ganze wirklich kommen wird, ich gehe nicht von aus, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was sie stattdessen bringen werden. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit diesen ganz kurzen News. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir fürs Zusehen und wünsche dir da draußen noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Mach es gut und ciao, ciao.